84,4 Millionen Menschen. So viele Menschen leben jetzt neuerdings in Deutschland seit diesem Jahr. Und das ist eine exorbitante Steigerung im Verhältnis zum letzten Jahr. Wir sind nämlich vom letzten Jahr bis zu diesem Jahr um über 1,1 Millionen Menschen alleine gewachsen. Das war im Vorjahr noch deutlich geringer. Da waren die Werte noch ganz klein. Jetzt gucken wir uns das mal ganz genau an und was das auch für Folgen hat. Und das muss man kritisch an dieser Stelle natürlich betrachten. Ist das zu viel? Sind das zu viele Menschen für ein Land wie Deutschland? Sind hier irgendwo die Grenzen vorhanden, dass es nicht mehr funktionieren kann? Das werden wir heute kritisch betrachten. Moin zusammen, mein Name ist Olli. Wenn du neu bist, gerne ein Abo da lassen. Denn man muss ja direkt mal hier vorwegstellen, den Disclaimer quasi. Leider darf man das ja eigentlich nicht öffentlich äußern. Ich mache es aber dennoch trotzdem. Da kennt ihr mich, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hängt bei diesem Bevölkerungswachstum, hängt es damit irgendwie zusammen oder gibt es keinen Zusammenhang von beispielsweise Wohnungsmangel, der eklatant ist in Deutschland? Unsere Bundesregierung hatte ja den Plan sich gesetzt, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Aktuell geht man davon aus, dass es ca. 250.000 werden. Also wir sehen, dass hier ein ganz, ganz großer Mangel ja schon besteht und der ja nur noch größer wird, wenn man diese 400.000 pro Jahr, die sie sich als Ziel gesetzt haben, nicht schafft. Weiterhin hängt der Energiemangel damit zusammen. Meiner Meinung nach schon. Wenn immer mehr Verbraucher, sprich die Menschen oder aber auch ihre Fahrzeuge, beispielsweise Elektroautos und natürlich auch Haushalte, die mehr Strom bedürfen, natürlich in dieses System mit reinholt, hat man natürlich einen höheren Energiebedarf. Und dieser Energiebedarf wiederum muss gedeckt werden. Wie wird der aktuell gedeckt? Durch abgeschaltete Atomkraftwerke, wie wir wissen, wird immens viel Strom aus dem Ausland importiert. Allen voran beispielsweise Frankreich, natürlich grüner Atomstrom, der Ökostrom quasi, den wir in Deutschland nicht mehr selber produzieren. An Idiotie ist es nicht zu übertreffen. Weiterer Gefahrenpunkt und auch Kostenpunkt ist ganz klar das Gesundheitssystem, dass diese Kosten jetzt natürlich logischerweise gerade aktuell steigen. Herr Lauterbach hat sich dazu geäußert, dass es für alle teurer wird und das wird jetzt kommen, sei es für mich als Privatversicherten, weil ich nun mal selbstständig bin, oder aber auch für zahlreiche andere Leute, die im Angestelltenverhältnis sind, wir werden alle deutlich mehr zahlen. Ich hatte darüber auch häufig berichtet. Ich habe ja mittlerweile in den letzten 3 Jahren, ich muss nachgucken, verschiedenste Erhöhungen bekommen. Nur auf monatlicher Basis von teilweise 10-20% ist mein Krankenkassenbeitrag gestiegen. Irgendwann kann man das nicht mehr bezahlen. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Denn was ist die Folge daraus, wenn jetzt diese Gelder in sozialen Systeme versickern, um es böse auszudrücken? Natürlich, das ist fehlendes Geld für die Infrastruktur. Das sieht man hier bei mir in NRW par excellence, wie schlecht hier die Straßenverhältnisse sind, wie schlecht die Infrastruktur im Allgemeinen ist. Zudem kommt ja auch noch ein Punkt, der den Grünen natürlich nicht gefallen wird. Wir haben durch mehr Menschen in diesem Land natürlich auch eine ganz deutlich höhere CO2-Emittierung. Das bedeutet erstmal das, was die Menschen ausatmen. Klar ist auch CO2, was ich jetzt gerade hier ausatme. Aber natürlich verbrauchen die Güter, die mit CO2 produziert wurden oder wo CO2 emittiert wurde bei deren Produktion etc. pp. Also es gibt eine ganz, ganz lange Liste hier, die zahlreiche Probleme mit sich birgt. Was ist mit unserem Schulsystem? Unser Schulsystem, teilweise überfüllte Klassen, die natürlich jetzt nur noch voller werden. Wir haben Lehrermangel auf der anderen Seite und so weiter und so fort. Also es sind wirklich zahlreiche Probleme, wenn man auch noch als letzten Punkt, und dann gehen wir weiter auf die Details dazu ein, die Rentensituation nimmt. Jetzt kommen immer mehr in dieses System, halten die Hand auf, habe ich gerade schon gesagt, Sozialsystem möchte natürlich hier bedient werden und das ist irgendwann finanziell nicht mehr für den Rest der Bevölkerung tragbar. Denn dazu noch ein ganz wichtiger Punkt, wir haben ja in Deutschland, ich habe ein paar Statistiken rausgesucht, hier bei Statista, also ganz offiziell, nur meine Links sind auch immer unterhalb des Videos in der Infobox, die Quellen verlinkt. Die Anzahl ist stetig gewachsen über die letzten Jahre hinweg. Wie gesagt, jetzt 84,4 Millionen Menschen. Allerdings, auf der anderen Seite ist die Anzahl der Geburten in Deutschland rückläufig. Zumindest im Jahr 2022 und auch die Jahre zuvor sah es nicht so sonderlich rosig aus, um es so zu sagen. Das heißt, 2022 wurden gerade mal 738.000 Kinder in Deutschland geboren.
2021 war es noch ein bisschen mehr. Klar, 2020 wiederum waren viele Leute zu Hause und hatten Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und deswegen hatten wir da 795.000. Im Jahr 2020 waren es auch nur 773.000. Also wir können festhalten, dass diese Mehr an Bevölkerung in Deutschland definitiv durch Zuzug passiert ist. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch die Situation, dass gut ausgebildete viele Menschen Deutschland verlassen. Warum? Weil der Standort viel unattraktiver immer wird. Heißt, die steuerliche Situation ist schlecht, die Lebensbedingungen sind sehr schlecht, die Arbeitsbedingungen sind schlecht und die Bezahlung ebenfalls. Das Wetter, da hat die Regierung natürlich keinen Einfluss drauf. Nichtsdestotrotz, schwierige Situation könnte man attraktiver gestalten. Und wenn wir uns nämlich dann überlegen, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, wie viele Menschen zahlen denn wirklich jetzt in dieses Steuersystem in Deutschland noch ein? Werden das viele von diesen Neubürgern in Deutschland machen? Ja oder nein? Da könnt ihr eure Vermutung gerne mal in die Kommentare schreiben. Das, was ich schade finde, man geht ja circa von Erwerbstätigen in Deutschland über 40 Millionen aus. Aber erwerbstätig ist natürlich eine ganz weit gefächerte Definition. Interessant ist der Begriff Nettosteuerzahler. Leider, so habe ich bei Twitter gefunden, aus dem Jahr 2017, gibt es beim Statistischen Bundesamt den Begriff Nettosteuerzahler nicht. Denn, sie haben hier selber geschrieben, 17. August 2017, der Begriff Nettosteuerzahler ist uns nicht geläufig. Wenn Sie sich für Steuerpflichtige interessieren, gucken Sie sich diese Publikation an. Ja, aber was genau ist Nettosteuerzahler? Nettosteuerzahler hat Dr. Daniel Stelter im Manager-Magazin bereits 2018 definiert. Und er hat nämlich hier geschrieben, auch wenn es keine genauen Daten gibt, die verfügbar sind, ist die These naheliegend, dass es sich um besser qualifizierte Menschen handelt, die bisher Steuern gezahlt haben oder aber künftig Steuerzahler darstellen. Sicherlich werden einige weder nach Deutschland zurück, bezüglich Abwanderung, aber nur ein geringer Teil kommen. Wenn wir uns zugleich vor Augen halten, dass es in Deutschland 27 Millionen Netto-Steuerzahler gibt, jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt noch dazu, von denen wiederum 12 Millionen beim Staat beschäftigt sind, landen wir bei rund 15 Millionen Menschen, die in Deutschland das Gemeinwesen tragen. Und ich befürchte, dass der Wert der oder die Anzahl der Beamten, die für den Staat arbeiten, mehr als 12 Millionen aktuell im Jahr 2023 ist und diejenigen, die hier den Laden am Laufen halten, sprich wirklich Nettosteuerzahler sind, die nicht mehr 15 Millionen, sondern geringer sind. Aber leider wird diese Quote halt offiziell nicht vom Statistischen Bundesamt oder Ähnliches erfasst. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was man nicht haben möchte. Zurückzukommen auf die Ausgangssituation. Ich habe hier viel Redepotenzial bei diesem Thema. Da sehen wir nämlich, dass hier fast 1,5 Millionen Menschen, heißt es, seien 2022 nach Deutschland gekommen. Das sei vor allem bedingt durch die Fluchtbewegung aus Ukraine-Situation, das kennen wir alle. Und bei mir hier im Bundesland in NRW ist der größte Zuwachs mit über 215.000 Menschen zu vernehmen. Und wenn man sich dann anguckt, dass natürlich hier Deutschland jetzt um so und so viel Prozent gewachsen ist, Anzahl der Bevölkerung, auf der anderen Seite das Bruttoinlandsprodukt aber nicht gleich gewachsen ist, haben wir natürlich bei jedem pro Kopf des Bruttoinlandsproduktes einen Verlust. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, ist natürlich auch nicht so im Sinne der Bürger. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Jetzt schreibt mal eure Meinung gerne unten in die Kommentare rein. Ich bin gespannt drauf. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Herzlich willkommen. Bis zum nächsten und ciao.